Ja, meine Lieben, willkommen in ARK Survival Evolved. Ich war mit Amelie ein wenig los und habe Beeren gesammelt. Amelie, komm hier wieder hin und achtest wieder ein bisschen drauf, ne? So. Und ihr seht, ich bin total überladen. Das wird wahrscheinlich das Setsch sein, nehme ich mal an. Und das will ich dann jetzt mal einmal wegpacken. Ich habe auf jeden Fall nicht ausreichend von dem Kram, den ich eigentlich haben wollte. Das ärgert mich schon wieder. So. Also wenn der Kasten hier voll ist, dann ist aber auch mehr als genug da. Da ist ja noch mehr. Und jetzt ist leer. Jo. So, wunderbar. Was ist das denn? Ach so. Ja, jetzt habe ich dann auch endlich genug Narcoberry. So, das heißt, was soll denn das? Der blöde Hund. Mach halt so und mach halt so und fertig. So, weil die nehme ich mit und, ach, die gehen hier drinnen ja auch kaputt, stimmt. So. Ich nehme jetzt mal die ganzen angebrochenen Dinger mit und die auf jeden Fall auch, weil, wow. Zwei Stück haben wir davon. Mal ordentlich. 198. Na. Oh, das nenne ich jetzt mal viel. So, die können wir dann hier lassen. Die Narcoberry. Die kann ich ja erstmal alle reinschmeißen und dann können wir weitersehen. Ein bisschen Flint sollte ich noch mitnehmen. Also holen. Und Steinchen eventuell auch. Was sind das denn für Seeds? Ah, die. Okay. Alles klar. So, packen wir auch dahin. Habe ich noch irgendwelchen Seeds? Samen? Nein. Dann wollen wir uns jetzt mal ein bisschen um Flint kümmern. Dann kriegen wir Stein sowieso automatisch. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir für Amelie nicht einen Partner kriegen. Die Frage ist nur, wie mache ich das am besten? Hm? Also mitnehmen muss ich dich ja schon irgendwie. Aber da fällt mir Leiter, da fällt mir nämlich was ein. Ich glaube, hier drauf ist jetzt ganz gut, ne? Machen wir mal. Und die wollte ich so einmal lernen. Und dann ist vielleicht eine Kopfbedeckung vielleicht mal nicht so schlecht. Ja, ich denke schon. Okay, machen wir das mal. Da hätte ich jetzt Krams für gebraucht, um die zu machen. Ist jetzt aber nicht so wild. Was brauche ich denn für die Zwille? Wood und Fiber. Ich hole mal kurz ein bisschen Fiber. So. Und Fiber brauche ich auch für. Das brauche ich auch für so vieles. Komm, dann nehmen wir das Angepackte. Angepackte ist auch gut, ne? Nehmen wir das Angepackte. So. Kann ich das doch direkt mal wieder reparieren, alles. Das ist ja gar nicht mal so dumm, würde ich meinen. Auch reparieren. Jetzt machen wir uns noch eine Kopfbedeckung, dass uns die Sonne nicht so auf den Kopf knallt. Oh, das ist neu. Also für mich jetzt. Okay. Haben wir den auch drauf. Und dann wollen wir noch ein bisschen Wut. Na, so. Eigentlich könnte ich auch mal hier auch ein bisschen was geben, ne? Ein paar Sachen. Warum habe ich denn die Sitze drin? Ach, wahrscheinlich, weil ich eben einmal draufgegangen bin. Da hat mich nämlich so ein dusseliger Saurier angegriffen, so ein böser. Und Amelie hat mich dann instant gerecht. Die war halt ein bisschen weit, ich wollte sie zu Hause lassen. Und dann kam da plötzlich so ein böser Saurier aus dem Wald und, naja, Amelie hat mal, wieso bin ich zu schwer? Ernsthaft? Ja, warum denn das?
Aber nee, ich gebe dir gleich mal das Holz. Ne? Gebe ich dir gleich mal. Aber ich wollte jetzt nämlich einmal... einmal wollte ich die Zwille machen. Jep, ich weiß. So. Und wo ist sie denn? Dort ist er. So, 72 Steinchen. Das sollte wohl eigentlich... Ach, wegen den Steinchen, genau. So, komm mal her, ich gebe dir jetzt mal so ein paar Sachen ab. So. Die Steinchen jetzt besser nicht. Du hast mal langsam was gefuttert. Ich gebe dir jetzt mal so ein bisschen das Holz und das Fiber. Ne? Das nimmst du jetzt mal mit. So. Genau so machen wir das. Und dann, komm mal mit, dann gucken wir mal, ob wir für dich einen Partner finden, oder mal. Mach das doch da vorne am Hang, dann rollt er gleich runter. So. Komm mit, Schnäuzchen. Ich bin immer noch zu schwer? Will er mich veräppeln? Warum? Erstmal was futtern. Warum bin ich denn zu schwer? Nee, komm. Ernsthaft? Also, so viele Bären brauche ich auch nicht. Warte nochmal. Ich bring doch mal wieder ein paar Bären nach Hause. Ich weiß nicht, warum ich hier so schwer bin. So. Die brauche ich nicht unbedingt. Und die brauche ich auch nicht unbedingt. So. Das reicht vollkommen aus. Denke ich, hoffe ich. Aber die futtert ja auch nicht so viel. Aber wie das halt manchmal so ist, ne? So, komm. Na komm, Schnäuzchen. Und wenn wir für dich ein... Amelie? Und wenn wir für dich einen Partner haben... Hallo. Machst du jetzt? Hey! Extra Einladung, war junge Dame. Hm. So ist das mit den Mädels. Ah, ich muss hier dann umstellen auf passiv wahrscheinlich, ne? Guck mal mit. Stimmt, das ist ja das, das Ding. Muss ich erstmal gucken, dass ich überhaupt erstmal einen finde. Das wäre ja ganz praktisch. Nee, das sind die mit dem Horn auf dem Kopf. Das ist okay. Mal gucken. Amelie, wolltest du Spaß haben? Komm her. Guck mal, da ist ein Spucker. Kommst du? Wolltest du ein bisschen Spaß haben? Guck mal, da kannst du Fußball spielen. Wo ist er denn? Da ist er. Wolltest du? Ja, komm. Hallo. Guck mal. Guck mal. Amelie macht das schon. Danke, Schnäuzchen. Wo hast du denn hingeworfen? Oh. Hast du aber weit weggeworfen, mal wieder zu viel. Ja. Amelie, das war ein bisschen zu weit. Den hast du ein bisschen zu weit weggeworfen. Ja, eindeutig. Guck mal, hier gibt's Fisch. Naja, müssen wir nächstes Mal googeln. Na, guck mal. Ich glaube, ich habe deine Männer gefunden. Aber da muss ich dann so machen. Nee, da muss ich dann so machen. So. Und dich muss ich jetzt mal vorsichtshalber auch passiv stellen, ne? Sonst machst du ihn ja kaputt. Das wollen wir ja auch nicht. Nein. Neutral, richtig? Was ist ein Enable One? Ich meine, klar.
Wonder Wing ist klar. Aber warum sollte ich das anmachen? Geht die dann gut bei Swing? So, ich hoffe, sie ist jetzt lieb und tut ihm nichts. Bist du denn Mail? Muss ich mal gucken. Das ist Mail, ja. So. Okay. Okay, jetzt nein. Der hängt auch fest. Wie cool ist das denn? So. Das finde ich ja gerade mal echt gut. Das heißt, ja, so ist besser. Das hier, das Schwein da hinten. Ich glaube dafür. Oh, cool. Einmal so stehen bleiben, bitte. Und gut ist. Verdammt. Und ich habe Amelie auch passiv. So, wo bist du, Vieh? Ich sehe nichts. Amelie. Ach, Amelie hat ihn schon platt gemacht. Wie das denn? Eine Sekunde da. Ja. Hat sie ihn trotzdem platt gemacht? Ja, auch nicht so übel. Jetzt die 6 wieder. So war das. Wenn der da festpackt, ist ja gut, ne? Nur der muss auch dann irgendwie mal... Fall mal kurz um. Das wäre ganz gut. Ja, so ist gut. Machen wir die weg. Das ist sehr schön. Weil... Jetzt dann... einmal da rein und einmal Narco Berry und einmal Futter. So, und dann ist jetzt weniger, glaube ich, warten angesagt. Ach, verdammt, wie war denn das jetzt? Ah, hier, ne? Ich glaube. Stimmt, hier unten habe ich das ja gesehen. Alles klar. So, damit sollte auch genug zu futtern haben. Und ich sammle jetzt mal kurz wieder ein bisschen Holz. Die stellen wir mal wieder um. Ach, den... Ups. Moment. Okay, Jetzt zeigt das mal richtig an. Alles klar. So ist nämlich dann besser, denke ich mal. Amelie, guck mal. Oh. Dankeschön. Den können wir quasi auch noch mitnehmen. Dann können wir auf den rumreiten. Ich glaube nämlich, das ist der. Mal einmal gucken. Ja. Dann können wir nämlich auf den quasi aussitzen und die beiden, die können uns dann beschützen. Ist ja nun auch nicht so verkehrt, oder? Ach so, ja, ich muss erstmal außer Hand legen. So, dann habe ich den auch. Sollte trotzdem mal vorsichtshalber einfach. Schlaues Kerlchen. Noch ein paar Bären mitnehmen. Und mal auch auf ihn ein bisschen achten. Dass er ein bisschen schläft. Und dann holen wir uns dieses Schwein. Eigentlich wollte ich das Schweinchen nicht haben, aber jetzt habe ich halt den Sattel da. Ich meine, ist er nicht unpraktisch, ne? So. Und wenn wir dann noch durch die beiden hier gut geschützt sind, packen wir alles drin. Stört ja nicht. So. Campfire könnte ich auch noch mal kurz machen. Oh jo. So viel Futter hast du ja nicht. So. Aber ich glaube, der braucht ein bisschen mehr Narkos, oder? Kann das sein? Wenn ich das sehe.
Oder ich habe jetzt einfach zu lange nicht hingeguckt. Auf jeden Fall brauche ich hier erstmal ein Campfire. Und okay, das können wir erstmal knicken. Dann nehmen wir das erstmal hier weg. Weil da komme ich gar nicht drum rum. Na komm, fall um. Ach, ich hatte hier doch eigentlich genug Holz. So. Könnten wir gleich noch direkt den nächsten mitmachen. Das ist irgendwie, wenn man weiß, wie, ist das total einfach. Man muss es halt erstmal wissen. Das ist das Lustige an der Geschichte. Nein, weil mir fehlt Setch. Okay. Das können wir uns wohl auch besorgen. So. Die passt auf immer so ein bisschen auf. Oh ja. Ja, jetzt futtert er halt die Weißen, nicht? Was hast du hier noch drin, Amelie? Sag ich mal. Du hast ja eigentlich... Pass mal auf, ich nehme dir mal so ein paar hier raus. Ist ja nicht böse, ne? Na, und gib dir mal deinen Männer. Bleib liegen, Kollege. Schön liegen bleiben. So, bitteschön. Und weiter schlafen. So ist fein. So, eine Campfire. Kann ich mir mein Fleisch braten? Warum geht das jetzt immer noch nicht? Weil ich immer noch nicht genug Setz habe. Mann, das ist ja doof. Tagchen. Du bist noch nicht dran. Ja. Geh erstmal weg. So, aber jetzt habe ich genug Setz. Bam, bam, bam. Ja. So, Dankeschön. Das stelle ich mir jetzt mal kurz hier hin. Den Rest mache ich dann jetzt gleich alleine. Moment, Inventar. Da ist ja jetzt dann langweilig für euch, wenn ihr hier quasi nur zuguckt, wie ich hier den Kram machen will, ne? 7 ist das, genau. Stellen wir dorthin. So. Und weil es möglich ist, dass ich jetzt hier die Nacht... Ich schmeiß mal alles rein. Ich kann ja rausholen, was ich nicht mehr brauche und gut ist. So. Na Dicker, wie sieht's aus? Ich nenne dich Fridolin. Das mache ich. Ja, kannst du auch noch haben. So. Wollt ihr? Ja, auch mein Fridolin durch die Gegend zu schubsen. Sonst bist du gleich früher dran, als du denkst. Nicht wahr? Lass das, Kollege. So was macht man nicht. Die scheinen da vorne auch festzuhängen. Wenn die da jetzt alle festhängen, dann nehme ich mir die direkt alle mit. Ich meine, gut ist ein bisschen Bug-Using. Ein bisschen viel Bug-Using. Aber was soll ich machen? Soll ich sie erst befreien und dann versuchen umzunocken? Das wird doch gar nichts. Ich kann die doch gar nicht umnocken. So. Also alleine ist das ein bisschen schwierig. Da nimmt man, was man kriegen kann, nicht wahr? Habe ich über die hier habe ich noch nicht, also generell über Saurier, jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich einen Bericht erst gesehen. Und hier mit den Hörnern, das war tatsächlich so. Die haben diese Hörner, das sind so hohle Hörner sind das. Und das waren quasi zur... Du hast mir erschreckt, Amelie. Und das war quasi, um sich mit Artgenossen zu verständigen und zur Partnersuche gedacht. Ja, wer den tiefsten Ton hatte, der hatte bei den Mädels die größten Chancen. So war das wohl, haben sie da gesagt. So. Amelie, du solltest mal auf Fridolin aufpassen. Hm?
Weil dieser Komiker da, der schiebt kein Männer mal durch die Gegend. Und nicht gerade die feine Art. Du kriegst gleich einen, Kollege, da kannst du deinen Hintern drauf verwetten. Nehme ich jetzt erstmal alle mit, die hier sind. So. Wenn ich es denn dann kriege, warum denn nicht? So, komm, hauen wir auch alles hier hin. Brauchen wir alles nicht. So, dann kann gleich wieder Amelie welche haben. So. Mach so. Der kommt auch mit drin. Und die kriegt Amelie. Ja. Schön weiter schaffen. So, okay. Das ist fertig. Das nehmen wir auch erstmal wieder raus. Da kann eigentlich das Fiber rein. Was soll ich das denn jetzt noch mitnehmen, mal ehrlich? So. Geht nicht. Weil ich muss das hier teilen. Soll mir auch recht sein. Okay. Aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt und was sehe ich da? Ach, das war ja auch das Setch. Hast gewonnen. Wir haben schon wieder eine Folge rum. Das heißt, der ist blau. Und sie? Die nicht. So. In der Tierwelt ist das ja oft so, dass die Männchen Farbe haben. Und die Weibchen eher nicht. Das hat die Natur schon ganz geschickt eingefädelt. So, nein, ich wollte mich ja eigentlich verabschieden. Also, Kinder, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, teilt es auf euren Social Media, ihr kennt das Spielchen. Und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge. Und dann ist auch Fridolin dabei. Der dürfte nämlich so lange gar nicht mehr brauchen, denke ich mal. Ging ja letztes Mal auch anderthalb Folgen, glaube ich, ne? Also, bis dahin. Bye-bye.